Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein bisschen gelesen, drei Bücher an der Zahl, die ich euch hier in diesem Video hier vorstellen möchte. Dieses Mal nur drei, weil ich möglicherweise doch ein bisschen mehr zu diesen Büchern zu sagen habe und ich nicht dieses Video etwas lang machen wollte. Und dementsprechend beginnen wir dann gleich einmal mit dem ersten Buch, was ich euch hier vorstellen möchte. Beginnend mit Der Prozess von Franz Kafka. Übrigens auch alles Bücher, die ich entweder als E-Book gelesen habe oder euch nicht haptisch zeigen kann. Dementsprechend nur da drüben halt das Cover eingeblendet. Ich bin ja nun eigentlich überhaupt kein E-Book-Leser. Wie kam es überhaupt dazu? Ich war über die Weihnachtstage und noch ein bisschen darüber hinaus weg. Und da möchte man nicht eine Bibliothek mit sich rumschleppen. Und Bücher sind schwer. Und da bietet sich so ein E-Reader tatsächlich ein. Und darauf hatte ich eben noch so ein paar Bücher, die ich dann halt gelesen habe. Unter anderem Der Prozess. Das Buch ist nun auch alt genug, dass es zum einen natürlich eine andere Sprache hat, als wir sie heute sprechen. So dieses alte, eigentümliche, das favorisiere ich nicht unbedingt. Finde es jetzt aber auch nicht total kompliziert, dass man es nicht verstehen würde, überhaupt nicht. Dementsprechend ist es aber auch alt genug, dass es das mittlerweile in einer urheberrechtsfreien Ausgabe gibt. Also das Urheberrecht daran ist erloschen. Und dementsprechend könnt ihr das auch als E-Book kaufen. Wie gesagt, in dieser urheberrechtsfreien Ausgabe, die dann kostenlos ist. Nur so als Tipp vielleicht. Ich weiß dementsprechend auch nicht, ob es jetzt daran lag, dass es eine urheberrechtsfreie Ausgabe ist, dass es ein E-Book-Format ist. Aber ich fand, das Format an sich fand ich nicht so gut. Also es gab kaum Absätze, es gab sehr lange Sätze, es gab irgendwie blöde Übergänge, gerade auch bei den wörtlichen Reden, was mir einfach so fürs Auge nicht so gut beim Lesen gefallen hat. Den Protagonisten fand ich auch nicht unbedingt sonderlich angenehm. Also ich fand ihn eher unsympathisch, sehr flegelhaft, überheblich, hört sich wirklich sehr gerne reden. Ich mag Menschen wirklich überhaupt nicht, die sich selbst so gerne reden hören, weder real noch in der Buchwelt. Dem Buch haftete auch so eine gewisse Monotonie an oder so ein Unterton, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber ich mochte das jetzt auch nicht so unmittelbar. Hingegen, was mir wirklich gut gefallen hat, waren diese surrealen Elemente. Mit sowas kann man mir immer eine Freude machen. Wie ihr vielleicht bereits rausgehört habt, also so unmittelbar zugesagt hat mir dieses Buch jetzt nur nicht unbedingt. Es hat für mich in seinem Klang eben auch etwas sehr Gestelltes, so etwas Unnatürliches, fast so ein bisschen wie bei einem Theaterstück. Das ist vermutlich gewollt, auch der Zeit geschuldet und so, aber ich mag sowas einfach nicht so gerne. Ich fand auch, dass viele Passagen in diesem Buch so ein bisschen unnütz waren. Also es wirkte auf mich auch so ein bisschen geschwafelt. Dann ist das Buch ja auch eigentlich gar nicht so richtig abgeschlossen. Also es ist unvollendet, zumindest in dem einen Kapitel. Ach ja, ich weiß nicht. Also ich weiß, klar, Franz Kafka ist eine literarische Größe. Das stelle ich auch überhaupt nicht in Abrede. Es ist auch überhaupt nicht so, dass ich das jetzt total schlecht fand oder so. Aber ich bin aus diesem Buch rausgegangen und habe eigentlich viel mehr gelesen um des Lesens willen, ohne jetzt etwas besonders Positives, noch etwas besonders Negatives für mich da rauszunehmen und stehe letztlich diesem Buch eigentlich weder sonderlich positiv noch sonderlich negativ gegenüber. Das ist immer so ein bisschen unbefriedigend, ehrlich gesagt. Machen wir also so gleich weiter mit dem nächsten Buch. Oh Gott, ich kann gar nicht glauben, dass ich das wirklich getan habe. Ich habe bis zum Morgengrauen noch einmal gelesen. Das habe ich gelesen, als ich zu Hause war, wo die Bücher da noch rumstehen. Und dazu muss man jetzt wissen, das waren damals so ziemlich die ersten Bücher, die ich wirklich so suchtartig gelesen habe. Und ich hatte diese Bücher nie, nie wieder danach gelesen, weil mir im Laufe der Zeit schon klar war, die wirst du nicht mehr gut finden. Allerdings, wo sich jetzt nur schon die Gelegenheit bot und es tatsächlich 10 Jahre nach dem ersten Lesen war, dachte ich so, ey komm, das ist jetzt ein Jubiläumslesen. Liest du den ersten Band der Twilight Saga noch einmal? Und ja, was soll ich sagen? Also meine Einstellung zu diesen Büchern hat sich in der Tat sehr geändert. Nach wie vor, finde ich, lässt es sich sehr schnell und sehr leicht lesen. Das ist aber auch nicht immer nur etwas Positives. Mir sind dieses Mal zum Teil auch wirklich einfach technische Probleme aufgefallen. So finde ich zum Beispiel die Übergänge zwischen den Szenen ganz oft nicht sonderlich gut gelungen. Die sind so ein bisschen abrupt, auch so ein bisschen übereilt und ungeschickt. Das ist jedoch nicht das Einzige, was in diesem Buch so ein bisschen ungeschickt ist. Also wirklich dieses Motiv von diesem ewigen Gerede. Ich bin ja so gefährlich, Bella, du musst dich von mir fernhalten. Oh, das nervt auf Dauer. Das ist wirklich unfassbar redundant. Und dieses wirklich heftige Geschmachte unserer Protagonistin, was so ziemlich der einzige Inhalt dieses Buches ist, dem steht dem da nichts nach. Und das meine ich auch so ein bisschen mit, es ist nicht immer nur positiv, wenn die Seiten so schnell dahin fliegen, weil das eben auch ein Zeichen dafür sein kann, dass dieses Buch schlicht und ergreifend kein Gehalt hat. Und wie gesagt, der einzige Inhalt dieses Buches ist zu sagen, oh, wie toll Edward doch ist. Dabei muss man sagen, diese Liebesbeziehung, die einem in diesem Buch präsentiert wird, die finde ich wirklich schwierig bis hin zu regelrecht bedenklich. Denn man halte sich mal bitte vor Augen, dass es hier nun so ist, dass unser männlicher Part, der Edward, ja nur potenziell
gewalttätig, tödliche Stalker ist, der unsere Protagonistin in gänzlichen Sachen unterdrückt, auch ihre Meinung nie für voll nimmt, sie auch weitestgehend isoliert und das von ihr mit einem Lächeln so hingenommen wird, weil sie ja ach so verliebt ist. Natürlich wird das Ganze auch noch begleitet mit unfassbar vielen Klischees, die wirklich zur Mottenkiste gehören. Denn sie ist ja ohne ihn überhaupt nicht lebensfähig und er ist ja ihre gesamte Existenz und sie ist ja auch die Einzige, die das Tier in ihm bezähmen kann. Dann haben wir natürlich auch noch das schüchterne Mauerblümchen, auf die natürlich aber trotzdem jede männliche Typ in diesem Buch abfährt. Das empfinde ich mittlerweile wirklich als einfach nur noch anstrengend. Auch die Charaktere, die uns hier drinnen geboten werden, ist so eine Sache. Also ich meine, wie gesagt, dominierend ist das Ganze von Bella und von Edward. Und Edward entwickelt ziemlich schnell ein, wie gesagt, ein Stalker-Verhalten und auch so ein Kontroll- und Überwachungswahn. Und das wird komplett wegromantisiert in diesem Buch. Und das finde ich wirklich problematisch, weil er zu jeder Zeit in diesem Buch sie dominiert, niemals sie als Person oder als eigenständige Meinungsträgerin akzeptiert. Er zweifelt stets ihre Meinungsäußerung an und drückt ihr dann immer seine auf. Und sie gibt denen immer stets nach. Also der Charakter der Protagonistin ist eigentlich nicht sonderlich nennenswert. Einen wirklich ausgeprägten hat sie nicht. Ihr Charakter ist eher schwach. Sie steht nie wirklich für etwas ein. Sie hat, wie gesagt, gar keine eigene richtige Ansichten. Gefestigt in ihrem Selbstbild. Eine eigenständige, starke Person ist sie nun wirklich auch überhaupt nicht. Ich meine, gut, das Kind ist 17. Kann man so etwas von einem Teenager auch wirklich erwarten, der auch dann auch nochmal zum ersten Mal verliebt ist, wo die Hormone ja sowieso verrückt spielen? Ist vielleicht tatsächlich ein bisschen viel verlangt. Allerdings erwarte ich das von einer erwachsenen Autorin, dass sie das dann eher als Problem rausstellt und nicht als erstrebenswert, als allmächtige Liebe. Dieses Buch ist in vielen Bereichen auch ganz häufig so ein bisschen ambivalent, weil ich meine, dieser absolute Moment der Lächerlichkeit, für den Twilight ja auch regelrecht bekannt ist, das glitzernde Vampirchen. Also, dass dieses böse Monster im Licht glitzert. Weil dann auch dieser Satz, ja, es ist die Haut eines Killers. Ey, nee, sorry, du bist eine Glitzerfee. Erzähl mir doch nichts. Ich kann tatsächlich diesen Büchern nach wie vor einen gewissen Unterhaltungswert nicht aberkennen. An manchen Stellen ist es auch ungewollt komisch. Allerdings von dem Inhalt, vom Gehalt her, die Handlungsdichte ist einfach nicht vorhanden, nicht so sonderlich gut. Auch zum Thema Spannungsbogen ist da eigentlich nicht so sonderlich viel zu nennen. Also unser Finale, das kommt zwar so auf die letzten 100 Seiten, wird das gequetscht von 500, davor ist es nur Geschmachte. Da kommt auch noch hinzu, dass wirklich alles voller krasser Logikfehler ist und alles total so hingeschoben wurde. Wie gesagt, die Autorin weiß einfach nicht, wie man Spannung erzeugt. Also wirklich alle theoretisch Potenzial da wäre für eine Action-Szene, das wird immer übergangen. Das wird so ausgeblendet. Das existiert in diesen Büchern einfach nicht. Übrigens auch bis zuletzt nicht. Also ich hatte die Bücher ja mal bis zum vierten Band gelesen und das große Endfinale existierte einfach nicht. Also da ist die Autorin wirklich nennenswert schlecht drin. Insgesamt muss man wirklich sagen, sind diese Bücher, vor allem dieses Buch, was ich ja jetzt nochmal neu aufgefrischt habe in Erinnerung, krass redundant und vor allem auch geprägt durch überhaupt keine Charakterentwicklung. Wirklich null. Auch in den restlichen Büchern eigentlich überhaupt nicht. Was bleibt von diesen Büchern, außer einer wirklich sehr verqueren, verherrlicht dargestellten Liebesgeschichte, was eigentlich eine Stalker-Geschichte ist und von Unterdrückung? Ja, was soll ich sagen? Vor 10 Jahren fand ich sie wirklich gut. Heute finde ich sie bedenklich. Machen wir dann schnell weiter mit dem dritten Buch. Ich habe im Januar das erste Buch, was ich gelesen habe, war Jane Eyre. Beziehungsweise die Ausgabe hieß Jane Eyre, die Weise von Lowood. Auch das habe ich wieder in einer urheberrechtsfreien Ausgabe gelesen als E-Book. Uch, ich mag E-Books nicht. Interessanterweise ist mir allerdings auch aufgefallen, wie viel Twilight tatsächlich von diesem Buch Jane Eyre abgekupfert hat. Also dieses Buch Jane Eyre wird tatsächlich auch in Twilight erwähnt. Die Protagonistin liest es dort und er bezeichnet es auch dort als eins ihrer Lieblingsbücher. Und ey, da gibt es echt viele Parallelen. Daran möchte ich mich jetzt aber gar nicht aufhalten, sondern kommen wir dann mal zu dem eigentlichen Buch. Auch dieses Buch ist natürlich aufgrund seines Alters anders geschrieben, als man es heute tun würde. Es hat eine altertümlichere Sprache, auch Schreibweise. Hatte damit erst so meine Probleme. Ich mag sowas einfach nicht so wahnsinnig gerne. Man gewöhnt sich aber im Laufe der Zeit daran. Allerdings auch gerade mit Sicht auf das Alter, ich finde dieses Buch lässt sich wirklich sehr gut lesen. Generell ließ sich die Handlung sehr gut lesen. Es hat auch durchaus so einen gewissen Unterhaltungswert, allerdings muss ich auch sagen, dass, wie ich es bei manchen gelesen habe dazu, dass das ja auch sehr flüssig und sehr schnell alles vorangeht. Nee, also ich fand dieses Buch an wirklich vielen Stellen gestreckt. Also da waren ganz viele Passagen dabei, die nicht hätten sein müssen. So ein Hang zum Schwafeln war da durchaus drin vorhanden.
Natürlich die Rolle, das Wesen der Frau, das Bild davon ist natürlich auch veraltert. Und ich finde das wirklich, das macht es mir immer so ein bisschen schwer. Also die Frau ist natürlich ruhig, gehorsam, unterwürfig, hat keinen eigenen Charakter und äußert nie eine Meinung. Auch für mich der wirklich nennenswert vorhandene Kirchenbezug ist auch immer so ein bisschen schwierig, weil unter dem Deckmantel von Tugend und Glaube dann letztendlich doch Unterdrückung und Boshaftigkeit getätigt wird. Die Figur der Jane war für mich auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich fand sie aber keineswegs unsympathisch. Also gerade, wie gesagt, mit Blick auf dem Alter des Buches finde ich sie für die damalige Zeit doch recht fortschrittlich sogar. Also in ihrem Gemüt, mit ihren Ansichten. Sie hatte eben durchaus ihre Prinzipien, hat auch oft danach gehandelt, hat auch häufiger ihren Kopf tatsächlich verwendet und nicht immer nur ihren Herzen sofort den Vorrang gegeben. War hinten raus aber auch immer so ein bisschen schwierig. Viele der Beschreibungen oder auch Vergleiche, muss ich sagen, waren mir persönlich so ein bisschen zu schwülstig oder zu blumig. Und damit meine ich nicht nur diese Liebessachenbeschreibungen, sondern auch durchaus so generell. Wobei bei diesem Buch, was ja auch so ein bisschen dieses Aushängeschild einer Liebesgeschichte ist, also Liebe finde ich in diesem Zusammenhang irgendwie so ein bisschen schwierig. Denn diese Liebe besteht darin, dass Jane gänzlich gehörig ist, niemals irgendetwas hinterfragt und letztendlich sich selbst, ihren eigenen Charakter für eine andere Person gänzlich aufgibt. Dabei hat sie durchaus, wie gesagt, gelegentlich diese Momente der Stärke, der Eigenständigkeit, die letztlich aber keinen Bestand haben. Und ich meine, obwohl sie zum Teil wirklich einfach nur aus Eigenschutz handelt, um sich selbst zu erhalten, ist da so eine ganz verquere Verdrehung da drin. Also dafür wird sie dann auch noch gescholten und eher negativ dargestellt, und was diesen armen Mann doch antut, so ungefähr. Da ist so eine ganz verquere Opferumdrehung drin, die ich sehr, sehr schwierig finde. Generell die Figur des Mr., wie spricht man das aus? Rochester? Ach, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man Positives über diese Figur sagen soll. Er ist gewalttätig, er ist besitzergreifend, er ist dominant, er nimmt nie Verantwortung für sein eigenes Handeln. Gerade in Bezug auf Jane benimmt er sich wie ein bockiges Kind, verzogenes bockiges Kind, was sein Lieblingsspielzeug jetzt noch nicht bekommt. Inklusive Wutausbrüche, und das soll jetzt die wahre Liebe sein? Ich glaube ja wohl nicht. Auch wenn man durchaus sagen kann, dass sich diesbezüglich in diesem Buch eine gewisse Entwicklung in seinem Charakter vonstatten geht, war diese Liebespredigt, das ist ja hier die einzig wahre Liebe, die war schon deutlich vorher. Die war nie gebrochen, so ungefähr. Und nee. Also ich hoffe nicht, dass das heutzutage noch irgendjemand so sieht. Was auch immer zwischen Jane und diesem St. John dort abgelaufen ist, ist mir komplett schleierhaft. Ich habe das wirklich nicht verstanden, was mir durch diesen Part dieser beiden nun gesagt werden sollte. Ich habe das so hingenommen, aber konnte damit irgendwie überhaupt nichts anfangen. Für mich hatte dieses Buch durchaus einen gewissen Unterhaltungswert, aber es zeigt für mich nun wirklich keine Liebesgeschichte, jedenfalls keine gesunde. Und ich weiß nicht, wie gesagt, zu der damaligen Zeit vielleicht, aber dass das heute auch noch so gehandelt wird, nee, also ich finde das nicht gesund. Und das waren dann jetzt auch die drei Bücher, über die ich mit euch reden wollte. Wie gesagt, einmal dieses Experiment nach 10 Jahren, wie sehe ich so ein Buch dann mit den heutigen Augen. Und ich habe mich vorgewagt in die Welt der Klassiker und muss sagen, ich fühle mich da nicht heimisch. Habt ihr auch irgendwelche Bücher davon gelesen, die ich jetzt hier vorgestellt habe? Habt ihr dazu vielleicht sogar eine ganz andere Meinung? Alles, was ihr dazu zu sagen habt, sagen wollt, gerne in die Kommentare damit. Habe ich hier an irgendeiner Stelle eurer Meinung nach totalen Schwachsinn geredet? Dann auch das gerne in die Kommentare. Wenn ihr mir zustimmt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare kundtun. Da habe ich auch nichts gegen. Okay, so viel dazu. Das war es dann jedenfalls auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Cheers. Sing for you.